Stopp Auszeit. Papa wieder hinter der Kamera. Und heute geht es zum Monte Glacé. Also der hier. Und wir machen eine Rundtour drum. Los geht's, kommt mit. Hallo, guten Morgen. Ja, heute gibt es eine Rundtour um den großen und kleinen See am Montigl, am Lago di Monticolo. Papa un italiano. Ja, ich kann nicht Italienisch. Ich kann ja nicht mal richtig Deutsch sprechen, dann sollte ich es lassen. Ja. Von hier oben habe ich den perfekten Überblick. Das hier haben die Bäume ein dickes Efeufell und Bibi Blocksberg würde sich hier nicht wohlfühlen, weil sie nicht Hex-Hex machen. Pinien und Palmen hier am Seehotel am See. Ja, hier haben wir jetzt die ersten Impressionen. Wir hätten auch unser Sack mitnehmen können. Ja. Und unseren Bikini. Ja, dieser See ist hier wirklich ein Ruhepol. Ja, nach wenigen Meter, vielleicht nach einem Kilometer, gibt es dann die Möglichkeit, direkt hier am See entlang zu laufen. Und es ist wirklich wunderschön hier. Ich will gerne ins Wasser springen. Ja, ein Abenteuerspielplatz und dieser wunderbare See liegt nur knapp 10 Kilometer vom Kalterer See entfernt, dass ihr auch mal einschätzen könnt, wo wir uns gerade befinden. Ja, das ist auch wie der große See ein Biotop. Der kleine See kann man natürlich auch umrunden. Papa, ich habe den See gefunden. Komm mal mit. Das ist der kleine Monticler See. Klein. Bleibt mal so stehen. Boah, man sieht toll die Wolken im Wasser sich spiegeln. Der Waldweg führt direkt um den See. Papa, ich glaube, ich habe da was gesehen. Dann schau noch mal. Nee, es war nur so ein Blatt, was ich vom Wind bewegt hatte. Was bauen die? Ist das eine Schaukel, mit der man ins Wasser schaukeln kann? Ja. Guck mal, Marisa, da oben sieht man auch den Mendelpass. Hier seht ihr Wolkenverhang, die Bergstation vom Mendelpass. Der ist auch nur wenige Kilometer vom Kalterer See entfernt. Ach so, ihr seid ja auch noch da. Wir verlassen jetzt den kleinen See und kommen wieder zum großen See. Dann führ uns mal hin, komm.
Weiter führt uns der Weg um den großen See, den kleinen hinter uns gelassen. Auch von dieser Seite vom See, vom großen, könnt ihr immer wieder durch den Wald auf den See spiegeln. Einfach den Wellen beim Tanzen zuzusehen. Ein weiterer Megaspot. Ja, wir haben jetzt noch 1 Kilometer zu unserem Parkplatz. Hier verlassen wir jetzt mal ganz kurz den Wald. Rechts und links haben wir überall Schilf. Stoppauszeit möchte sich verabschieden von großen und kleinen See. Es folgen aber noch viele Videos aus Südtirol.